Es ist natürlich ein steiniger Weg. Ihr seht, wie weit ist er hier in der Kirche. Der Kirchgasse mit diesen Bikini. So ab ist etwa der Weg, den wir müssen überschreiten müssen. Hm? Es ist nicht ein einfacher. Hm? Man braucht auch viel Kraft, aber alle zusammen, wenn wir alle gut zusammen haben, werden wir es frisch schaffen. Hm? Das ist extrem wichtig. Wie immer in den Bergen, oder? Beat Jost, Gemeindepräsident von Albinen. Jost sagt, sein kleines Dorf stehe kurz vor dem Tod. Nun wollen es die Bewohner um jeden Preis retten. Langsam. Wegzug aus dem Tal. Geht's? Ja, das ist drüber. Roger Haudenschild und Elmar Antamatten ziehen nach Albinen. Das ist ja ein Traum. Ziegel ist schon schön. Das letzte Mal in meinem Leben, das sagen. Ja, sollte man öfter machen. Roger Haudenschild hat zusammen mit seiner Freundin ein Haus gekauft. Jetzt wird es sesshaft. Feine Kanne geleert. Gutes Angebot verkauft von der Gemeinde. Auch schon lange, manches Jahr am Wohnung. Vorher schon 11 Jahre. Und nachher bin ich kurz spitze mal weggezügelt, weil ich unten noch ein Haus bauen wollte. Aber also, wie viel zu dir kommt, das habe ich nicht vermögen. Aber da oben bin ich fertig. Hör es zeigen. Roger Haudenschild und Elmar Antamatten haben von der Gemeinde Albinen für ihr Haus je 25.000 Franken erhalten. Dafür müssen die beiden mindestens 10 Jahre im Dorf bleiben und 200.000 Franken investieren. Die gebürtige Philippinin lebt seit 8 Jahren im Wallis. Habe ich nie gehört, diesen Ort. Und für mich war, oh mein Gott, wegen ihm, ich habe diese Albinen gefunden. Wegen meinem Freund. Die beiden kennen sich seit einem Jahr. Galmahal. Oh yeah, baby. Die Zukunft in Albinen kann beginnen. Der Touristenort Albinen im Oberwallis. 250 Leute wohnen hier. In den letzten Jahren wurden es immer weniger. Einst gab es hier eine Post, zwei Banken, eine Schule und junge Leute. Jetzt ist das Dorf am Aussterben. Mehr als die Hälfte der Einwohner ist über 60 Jahre alt. Geld hätte die Gemeinde genug, doch es fehlt der Nachwuchs. Gemeindepräsident Beat Jost will das ändern. So, die werden schauen, was wir da haben. Hilfe von außen erwartet der linke Politiker nicht mehr. Heute ist das Berggebiet kein Faktor mehr in der Schweiz. Selbst im Bundesrat ist seit dem Abgang von Adolf Ogi eigentlich nicht mehr da, was ich noch weiss, was das Berggebiet ist. Oder? Und das ist ein Drama. Und wir im Kanton selber die Situation, dass man von morgen bis am Abend eigentlich darüber nachdenkt, wie könnten wir da die kleinen Gagelgemeinden beseitigen. Jost sagt, die Gemeinde könne sich nur selber vor dem Untergang retten. Die Zeit der Dorfkönige und der politischen Grabenkämpfe sei vorbei. Nun müssten sich alle gemeinsam fürs Überleben engagieren und Ideen einbringen. Ein solcher Vorschlag aus dem Volk brachte das Dorf im November 2017 beinahe zum Kollaps. Junge Bewohner hatten die Idee, finanzielle Anreize zu schaffen, damit Junge und Familien in Albinen bleiben oder gar hierher ziehen. Geld für Einwohner, darüber wurde abgestimmt. Der Vorschlag löste ein weltweites Medienecho aus und einen Rummel, den man hier an einer Urversammlung noch nie erlebt hatte. Der Gemeindepräsident fürchtete um die Unabhängigkeit der zukunftsweisenden Abstimmung. Meine Botschaft ist, respektiert hier diese Urversammlung. Hier findet Demokratie statt und nicht ein Medienspektakel. Trotz Kritik und Spektakel sagten die Albiner deutlich Ja zu der Vorlage. Doch das Dorf kam nicht zur Ruhe. Im allgemeinen Getöse ging unter, dass das Geld der Gemeinde an enge Bedingungen geknüpft ist. Für die sogenannte Wohnbau- und Familienförderung kommen längst nicht alle in Frage. Wer über 45 ist, kriegt kein Geld.
Ausländer brauchen eine Niederlassungsbewilligung C. Trotzdem trafen 12.000 Anfragen aus aller Welt ein. Das sind Bewerbungen, als wenn man sich um einen Job bewerben würde. Mit Referenzen, mit Zeugnis, mit Foto, mit CDs. Seht ihr, das ist ein Bild von einer Familie, die sagt, this is our family. Riesige Familie. In 2004. Und ein Baby fehlt da noch. Ja, wäre eine unglaubliche Sache. Keine Professoren von Südamerika geschrieben, oder? Die in Südamerika Bienenforschung machen, oder? Und die ist geschrieben, ja, man könnte hier Albin wäre ein sehr idealer Ort, um die Alpen Bienenforschung zu machen, oder? Ja, und das ist gar nicht. Man könnte hier ein Institut machen, ist garantiert. Da sind wir 10, 12 Professoren da. Sie haben das schon ausgearbeitet. Zuerst mal könnte man eine Analysestelle machen und das Ende, wo man schaut, wie die Bienen fliegen. Ja, das ist interessant. He? Noch heute kämen Leute von weit her ins Dorf, in der Hoffnung, bleiben zu können. Jost sagt, es komme vielleicht dereinst der Tag, wo man auch dieses Fenster öffnen müsse, um nicht auszusterben. Elmar Antematten und Roger Haudenschild sind seit kurzem Besitzer dieses Hauses. Darin steckt ihr Erspartes und der Zustupf der Gemeinde. Das ist das neue Heim. Ja. Wir halten noch ein bisschen auf, weil wir halt noch nicht so eingerichtet sind. Aber den oder den anderen sieht man da wohl. Oh, was ist hier? Zwei Wohnungen im Haus vermieten sie. Den mittleren Stock haben sie bezogen. Aber das hier ist das Schlafzimmer. Ja, Schlafzimmer, aber gesagt, das ist wir noch haben etwas aufgestellt, aber ist so, ja. Und unsere Matratze kommt vielleicht in eine Woche oder zwei Wochen, so, aber nachher kommt nachher nicht so aus wie eine Bambe. Die beiden unterstützen die Wohnbau- und Familienförderung der Gemeinde. Auch andere sollen davon profitieren können, sagen sie. Ich finde das nicht komisch, nein. Ich finde das eigentlich mehr die Liebe zum Detail, weil man halt wirklich an diesem Dorf heicht und halt alles probiert, für das das Dorf nicht untergeht, oder? Wir sind hier fein, wir sind hier so oft, wir sind hier in Ruhe. Was willst du noch mehr? Nix. Das Glück der beiden ist auch das Glück von Albinen. Die Gemeinde hat mit ihnen zwei Einwohner mehr. Es ist Mitte Herbst. Albinen hat zum ersten Dorfmarkt aufgerufen. An 27 Ständen verkaufen Einheimische ihre Ware. Hey, ihr zwei! Hallo, das Gläschen Neuwe wie? Ja, kommen wir nicht jetzt schon um. Ein Gläschen Neuwe wie, ein Gläschen warme wie, rote wie, weiße wie. Für einen Kielenchor, klingt doch auch etwas. Tischchen, Führerst, Tischchen, alles, was schon verkauft ist, Führerst. Ich habe jetzt nichts mehr, nein. Jetzt habe ich noch ein bisschen brünte Creme, sag, gell? Gemeindepräsident Jost ist zufrieden. Der Markt ist ein voller Erfolg. Die Idee dazu entstand in einer Albiner Spurgruppe und kommt von der 30-jährigen Muriel Steffen. Die Gemeinde selber hat ein unheures Engagement, wenn etwas läuft, wenn etwas geht. Mitmachen selber mit und so. Das ist natürlich super und eine gute Voraussetzung. Zu diesem Zeitpunkt ist die neue Wohnbau- und Familienförderung schon fast ein Jahr in Kraft. Gemeindepräsident Jost, der Transparenz und Offenheit hochhält, muss deswegen nach wie vor Kritik einstecken. Soll ich ehrlich sagen? Ja. Ich nicht unbedingt. Auch jeder muss vom Herz aus mit dem Gefühl hierher kommen. Er muss mit Freude hierher kommen. Ja. Das sagt der Gemeindepräsident dazu? Da ist nicht so gleicher Meinung sicher. Aber ich finde einfach, du musst Freude haben an der Natur und hier wohnen mit der Freude. Doch, doch. Nein, nein, wir kennen die Meinung. Die ist gut, das ist okay. Meinung, ja. Wir kommen da schon noch mal vorbei. Ja. Beat Jost nimmt es äußerlich gelassen. Die offizielle Mehrheit im Dorf unterstützt die Argumentation der Gemeinde. Es gibt nur dann einen Aufwand für die Gemeinde, wenn sie direkt einen Nutzen daraus hat. Das ist von dem her ein cleveres Konzept und ich finde es sehr gut. Was findet ihr?
Ich finde das gut, man muss etwas probieren. Ja, gell. Das ist eine von diesen Ideen. Es gibt so viele Ideen, die andere Gemeinden machen und andere Sachen. Wort, Jonathan, du willst das Gelbs. Nein, mit der Kirche, wo der Mutter. Andere Familien entzweit diese Frage. Da kannst du noch alles Holz kaufen. Ja, ja. Das ist meine Mutter. Er findet es gut, und dir? Ich finde es schlecht. Sehr schlecht. Warum? Die haben hier noch nie einen Franken Stiere gezahlt. Wer in der Lebtag hier Stiere gezahlt? Das sollen sie mal einschalten und etwas ablassen. Einmal die Stiere ablassen. Einmal im Jahr. Du zahlst. Du kannst doch zufrieden sein, wenn du Stiere kannst zahlen, dann hast du etwas verdient. Mutter ist nicht gleicher Meinung, hä? Nein, nein. Nein, das ist nicht gleicher nein. Meinung. Nein, das ist über nie gleicher Meinung. Nein. Ist ein Quatsch? Ja. Ist ein Quatsch? Es ist nicht Quatsch. Ich habe gesagt, ich bin nicht dafür, fertig. Und ich habe meine Meinung. Und jeder und er hat seine Meinung. Wunderbar ist das. Siehst du, so geht die Meinung auseinander. Schau, das ist Thelma. Ja, die kennen wir schon. Ja. Hallo. Und die kommt hier auf Albino. Die kennt ja fast die ganze Welt und kommt hier in Albino. Das ist doch nicht von ungefähr. Das kann nicht Liebe einzig sein, das muss Natur auch sein. Ja, das stimmt. Gell? Ja. Ja. Was hält Junge in einem Dorf, das selten so belebt ist wie an diesem Tag? Severin Herrmann hat auswärts studiert und ist nach Albinen zurückgekehrt. Er schätzt die Ruhe hier. Herrmann gehört zu den Mitinitianten der Wohnbauförderung und möchte vielleicht selber einmal davon profitieren. Mit hiesigen Kräutern, angebaut auf Terrassen rund ums Dorf, versucht er sich ein Standbein aufzubauen. Die zeitaufwendige Arbeit, gewinnbringend zu betreiben, sei allerdings schwierig. Schlussendlich jetzt auch bei dieser Initiative, wo ich bei den Gesuchen, die eingehen oder bei den Leuten, die hierher kommen. Schlussendlich ist die Schwierigkeit, hier einen Job zu finden. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn es einem hier gefällt und er einen Job findet, ist das super. Wenn er keinen Job findet, wird es schon schwierig. Oder so. Viele Albiner finden nur Auswärtsarbeit. Die Jobs sind unten im Tal. Der Arbeitsweg, vor allem im Winter, je nachdem, beschwerlich. Fischfabrik Valperca in Raron. Mit warmem Wasser vom Lötschberg wird hier Eglifisch gezüchtet. Seit 6 Jahren arbeitet hier Elmar Antamatten. Ihre Arbeit beginnt frühmorgens um 6. Weil so früh noch kein Bus fährt, bringt sie Freund Roger täglich mit dem Auto zur Arbeit. So umständlich der Weg und so frostig die Arbeitstemperatur. Für einen Job nimmt das Elma in Kauf. Ich habe gar kein Problem. Ich habe so. Ja, ich habe. Gerne. Die Kälte. Nicht für alle, aber für mich ist okay. Ist nicht so ein Problem. Damit es mit dem Arbeitsweg zum neuen Wohnort Albinen passt, lernt sie nun Autofahren. Zurück in Albinen. Roger Haudenschild hat im Dorfladen Ware bestellt. Die Gemeinde hat den Laden vor 3 Jahren gekauft. Er drohte zu verschwinden, weil er sich nicht rentierte. Das Defizit von mehreren 10.000 Franken jährlich deckt nun die Gemeinde. Das könne und wolle man sich leisten. Das sei Service Public, sagt der Gemeindepräsident. Die haben wir gerade auf die Rechnung. Jawohl, nimmst du das Kästchen mit? So? Aber. Ja, wir wollen so Tragtaschen. Merci vielmals, bis bald. Also, tschüss. Für sein Restaurant kauft er regelmäßig im Dorfladen ein. Das sei praktisch, wenn auch etwas teurer. In Albinen gibt es mehrere Beizen. Die mitten im alten Dorfkern gehört Rogers Mutter. Hallo Mama. Hallo Roger. Gut. Ja, und bei dir? Super. Schön. Sehr gut. Ude. Eis noch andere? Hannelore Czokim hat sich mit ihrem kleinen Restaurant Gottswergi-Stube eine Nische geschaffen. Auf dem Teller landet, was im eigenen Garten wächst oder aus der Region kommt. Pro Tag gibt's ein Menü. Dank Mama hat der gelernte Koch einen Job in Albinen. Wir wechseln hier und abwechseln. Wir machen hier alles.
Einer tut WC putzen, der andere macht Service, einer tut Koch, der andere tut Büro, einer tut Zimmer, der andere tut Keller, einer geht im Garten. Was gerade anfällt, wir haben hier nicht fixe Posten. Und das macht es eigentlich auch sehr interessant hier, weil man halt nicht immer die gleichen Abläufe hat, nicht immer genau die gleiche monotone Arbeit hat. Und man kann einfach einmal sagen, hey, jetzt habe ich genug von Küche, jetzt bin ich hier 9 Stunden in der Küche gewesen. Jetzt gehe ich im Garten und hole etwas Neues im Garten oder gehe Waschglätt. Und so bringst du selber ein bisschen Abwechslung rein, dass es einfach wirklich nicht statisch und monoton wird. Roger Haudenschilds Mutter ist ursprünglich aus einem Nachbardorf von Albinen. Als er klein war, lebte sie mit ihm im Unterland. Vor 15 Jahren zog es sie wieder in die Berge. Die ersten 3 Jahre waren die Steinpickel her. Also, ob ich das noch mal mache, ist nicht sicher. Aber ich habe immer an die Stimme gedacht, die mir gesagt hat, mach ein Beiz. Und heute weiss ich, dass das das Richtige war. Ich tue euch gerne Wirte. Ich tue einfach extrem gerne Wirte. Ich mache das einfach gerne. Die Leute kommen und die Leute haben Freude und dann haben die Freude und dann habe ich noch mehr Freude. Und ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe einfach Freude. Es ist Montagabend im November. Elmar Antamatzen geht zum ersten Mal in den Albiner Damenturnverein. Entschuldigung, ich bin spät. Hallo. Sali. Ich brauche auch Schuhe. Wo ist das? Ah, hier ist hier. Der Damenturnverein ist einer von 6 Vereinen im Dorf. Aktuell zählt er 22 Mitglieder. Ich bin zu weit weg. Herzlich willkommen, Elm. Wir machen nie ein großes Theater, wenn... Wir freuen uns immer über Neuzugänge. Wir machen heute ein spezielles Aufwärmen. Und zwar gibt es verschiedene Posten. Diese Person, die den Posten leicht joggend hat, macht 2 Runden, also wirklich leicht joggend. Wenn sie 2 Runden gemacht hat, sagt immer diese Person, jetzt den Posten wechseln. Gut, dann geht's los. Ah, Musik noch, ja. Jung und alt sind in diesem Verein gemischt. Aber diese Stunde ist einfach, aber mach auch müde. Ja. Ich bin bald müde. Es wird für Elmar Antamatzen vorerst bei diesem einen Besuch im Turnverein bleiben. Zeitlich passe es gerade nicht so gut, sagt sie. Feiertag in Albinen. Die Bestrebungen, das Dorf zu beleben, tragen Früchte. Albinen erhält den Oberwalliser Heimatschutzpreis. Merci vielmals. Gratulation. Danke. Machen wir gerade das Foto. Der Gemeindepräsident will nicht den Eindruck erwecken, das sei alles auf seinem Mist gewachsen. Albinen zeigt mit ihrem Projekt stellvertretend für viele Walliser Bergdörfer modellhaft auf, wie man der Problematik der aussterbenden Dorfkerne entgegenwirken kann. Die Meinung von der Jury, beispielhaft und preiswert, wir gratulieren. Bravo. Zur Feier des Tages spendiert die Gemeinde im Burgerkeller ein großzügiges Znacht. Und der Heimatschutz erklärt, was mit beispielhaft gemeint ist. Es muss darum gehen, dass die Leute wieder spüren, wo es herkommen, wo es verwertet haben und dass sie da Sachen umsetzen können. Also, wie es jetzt aber vor allem die Gemeinde Albinen macht, also, die tut eine relativ starke Bevölkerung mit einbeziehen. Also, und das wäre interessant, wenn das andere Oberwalliser Gemeinde auch so würde machen. Es ist Winter geworden. Roger Haudenschild und Elmar Antamatzen wohnen seit 3 Monaten in ihrem neuen Haus. Aber ja, wir sind angekommen. Hier ist ein Gang. Da hat sich noch nichts verändert. Was neu ist, wir haben jetzt eine Matratze im Schlafzimmer.
Die würde ich noch gerne zeigen. Eine Matratze. Was man so braucht zum Schlafen. Ja. Habt ihr nicht eingelegt? Tipptopp. Sehr gut. Wunderbar. Zufrieden? Ja. Wohl schön, gell? Freitheimer. 10 Jahre müssen die beiden in Albinen bleiben. Sollten sie vorher wegziehen, geht der Zustopf ans Haus von insgesamt 50.000 Franken zurück an die Gemeinde. Mein jetziges Gefühl sagt mir, ich bleibe hier, oder? Aber ich weiß nicht, was in 20 Jahren passiert. Vielleicht habe ich keinen Job mehr, vielleicht muss ich woanders gehen, oder vielleicht gefällt es mir hier nicht mehr. Vielleicht habe ich hier mit allen Streit, das ist mir nicht mehr im Dorf. Und dann kann ich nicht sagen, ich werde hier auf Biegen und Brechen bleiben, gell, bis ich. Solange es mir gefällt und in Zukunft schaue ich auch niemand. Für die Gemeinde war es ein erfolgreiches Jahr. 20 Personen sind zugezogen. Ein Teil davon dank des Förderprogramms. Fürs Jahr 2019 hat Albinen das Wohnbaubudget aufgestockt. 3 neue Gesuche sind hängig. So sind wir in der altehrwürdigen Bürgerstube. Hm? Der Gemeindepräsident Beat Jost wagt zu träumen. Hier im Bürgerhaus, wo einst die Schule drin war. Ein grosser Traum. Hm? Man vermisst den Lärm, den Pausenlärm oder wenn es auf und abläuft und so, vermisst man halt schon ein bisschen, oder? Und es ist ein riesiges Handicap. Ist der Traum keine Schülze. Wie? Ist der Traum erreichbar? Ich sage immer ja, das ist. Sind wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Hat, glaube ich, mal jemand gesagt. Aber das ist ein grosser Traum. Realistisch sein und das Unmögliche wagen. Mit dieser Parole der 68er-Bewegung will Jost mit seinem Dorf in die Zukunft aufbrechen. Gelungen ist in kurzer Zeit schon vieles, was unmöglich schien.